Wir waren zu defensiv agieren in der Vergangenheit. Das hat sich dann auch wieder gespiegelt an Störungsaufträgen. Wir haben von vergangenen Jahren gehört, das Präventive. Aber das haben wir auch festgestellt, das ist sehr schnell kostenintensiv, zeitintensiv, ressourcenintensiv. Und dem können wir nicht gerecht werden. Digitalisierung eröffnet auch in der Instandhaltung grosse Chancen. Eine davon heisst Predictive Maintenance oder zustandsorientierte Instandhaltung. Am Beispiel vom Regalbediengerät der Firma Wander in Neueneck zeigen wir euch, wie wir das umgesetzt haben. Wir haben an verschiedenen Stellen an diesem Regalbediengerät Sensorik eingesetzt, die uns einen Datenstrom generieren, den wir in eine Cloud schreiben. In dieser Cloud sind nachher Analytik-Tools und Algorithmen am Auswerten von diesem Datenstrom und am Anzeigen vom Zustand. Wir hoffen wir durch das natürlich, dass wir noch gerechter werden, dass wir unsere internen Kunden noch besser unterstützen können. Und nebst natürlich auch den Anlagenausfall, die wir so mit dem minimieren können. Wir brauchen Lieferanten, die nahe sind hier vom Standort Neueneck, die gewisse Nähe haben. Sie müssen flexibel sein. Und für mich auch sehr ein wichtiger Punkt ist auch die Technologiefreiheit. Nicht starr auf eine Technologie fixiert, sondern wirklich auf unsere Rahmenbedingungen das Bestmögliche anbieten können. Was ist der Grund, warum wir die Firma für diesen Pilot ausgesucht haben?